Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in Magdeburg, hier im Projekt 7. Heute spielt ihr für Sie live Henry Wolf. Ich freue mich, ich hoffe, Sie sind gut drauf, meine Damen und Herren. Heute machen wir eine gute Stimmung. Einen schönen guten Abend. Ich gehe mal rüber zu meinem Kollegen. Heute, meine Damen und Herren, sensationell, denn hier läuft heute nichts vom Band. Wir spielen ja heute hundertprozentig live und in Farbe. Wie ich schon sagte, Live-Gitarre, Schlagzeug, alles. Und mein Kollege, er passt drauf auf, dass hier alles auch wirklich live gespielt wird. Ich freue mich, dass Sie heute hier so zahlreich erschienen sind, denn Henry Wolf spielen heute hier heute Ihre Hits der letzten 10 Jahre, die Sie auch auf eine Platte gepresst haben und hier heute auf den Markt schleudern. Große Hits werden dabei sein. Wir spielen El Rabiato. Wir werden sicherlich auch hören Schweden und ich denke auch Lichterwald. Ihre größten Hits, das wird ein Fest, das wird eine Stimmung, das wird eine Partystimmung auch. Bleiben Sie dabei, meine Damen und Herren, denn auch nach dem Konzert können Sie hier die Stars von Henry Wolf hautnah erleben. Sie können sie fragen, Sie können sie anfassen. Gehen Sie nicht nach Hause, denn Sie bleiben hier, meine Damen und Herren. Und jetzt geht das hier los. Und Action! Auf den einsamen Faden lagen die schmerzlich errungenen Gedanken nahmen. Das kalte Wasser hinaus aus dem Gewirr einer in sich nicht stimmigen Angelegenheit. Wie verlassen war die Zeit, als ich noch in mir zu Hause war und genauso klar wie damals an den Straßenrändern. Gemacht, denn ich habe gedacht, dass das Verlaufen auch eine Art des Entkommens sei. Hier wurde nichts dem Heldentum untertan gemacht, denn ich habe gedacht, dass das Verlaufen auch eine Art des Entkommens sei. Hier wurde nichts dem Heldentum untertan gemacht, denn ich habe gedacht, dass das Verlaufen auch eine Art des Entkommens sei. Das wird verlaufen, auf ein Art des Entkommens sein. Das wird verlaufen, auf ein Art des Entkommens sein. Das wird verlaufen, auf ein Art des Entkommens sein. Das wird verlaufen, auf ein Art des Entkommens sein. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt bin ich außer Puste. Das ist, ja. Ich habe ein bisschen Seitenstiche jetzt nach dem ersten Lied. Aber ich freue mich wirklich, dass heute so viele
Leute unserer Einladung gefolgt sind. Ja, wirklich unglaublich. Bin ich sprachlos. Reicht. So, ja, viele bekannte Gesichter sehe ich hier. Enrico und seine Leute, die sind heute hier. Hier, Mono. Benno, extra aus, weiß ich nicht woher. Auch hier, extra aus Magdeburg heute. Ronny aus England, extra eingeflogen. Hello, how are you? Nice. Extra aus England. Jan ist da, letzte Woche noch in Florida beim Fotoshoot. Heute schon wieder hier in Magdeburg, wirklich sensationell. Ich freue mich riesig. Ich muss immer viel erzählen, weil ich die Pausen brauche, um mich zu regenerieren. Unser nächstes Lied ist so eine kleine Ballade. Es geht da so um eine fiktive Fiktion, die so nie da stattgefunden hat. Vielen Dank. So, ich glaube, jetzt kommt ein Lied, da muss ich leider Gottes zur Gitarre greifen. Euch bleibt heute wirklich gar nichts erspart. Ja. Soweit alles in Ordnung? Fragen? Anmerkungen? Jederzeit. Gerne. So, jetzt geht das gleich weiter. So, man hat mir vor dem Konzert erklärt, dass das ja eine Gitarre ist und was ich da so zu spielen habe. Ich hoffe, es kriegt Sinn.
Ja, genau, der Holger fragt gerade, wo unser Kräuterlikörchen ist. Ja, wo ist er? Vor lauter Aufregung vergessen. Gut, ich könnte euch jetzt noch was erzählen, aber fällt mir auch nicht so richtig ein. Viel erlebt habe ich auch noch nicht. Seid ihr soweit? Ja? Ich gebe das durch, also die anderen werden dann soweit. Gut. Also sind wir denn regelrecht alle soweit. Genau so hat es angefangen. Hoffentlich verspiele ich mich nicht. Profitrick. Hinterm Gott lang. Fällt doch nicht raus beim Spielen. Alles schon mal da gewesen. So, jetzt können wir, jetzt bin ich präpariert. Thomas! Muss vielleicht Papi vom Ballett abholen. Jetzt fängt's los. Vielen Dank für euren Applaus. Ist alles gut gegangen, der Gurt ist nicht abgefallen, ich habe mich nicht verspielt, ist keine Seite gerissen. Da bin ich schon ganz zufrieden. Gut, was wollen wir machen? Wollen wir noch einen? Oder wollen wir hier abbrechen? Ja.
Gut, wenn ihr noch könnt, ich kann nicht mehr. Aber machen wir trotzdem weiter. So. Oh ja, das nächste Stück, besonders heikler Anfang, verkacken wir oft. Da fange nämlich ich an. Also jetzt, totale Konzentration. Warte, ich trinke noch vorher einen Schluck. Ja, ich kann ja noch mal kurz was sagen. So auch Sätze, die ich bisher in meiner musikalischen Laufbahn noch nie sagen konnte. Das ist irre, da kommen nachher noch ein paar von, aber einer davon ist der. Also da draußen könnt ihr auch Platten kaufen. Ja, also greift zu, wir brauchen euer Geld. Wir müssen noch den Türsteher heute bezahlen, die Vorband, Tontechniker, das läppert sich. Also auch ruhig zwei kaufen, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Ich denke, Mutti würde sich auch freuen. Greift zu, solange der Vorrat reicht. Ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann, ach, ich fange ja eh an. Aber das Verrückte ist, ich fange an und die anderen drei, also Jan, Martin, Holly, die hören auf. Das haben wir uns extra so ausgedacht. Das ist crazy, oder? Wir lassen uns auch ein bisschen Zeit, weil wir wollten das auch ein bisschen genießen. Wir hatten wirklich eine Menge Stress im Vorfeld dieses Konzertes, ja. Also, was man da nicht alles machen muss. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Angst und ich denke, die anderen haben die Angst auch. Habt ihr auch? Habt ihr Angst? Ja, haben auch Angst, dass das denn so schnell vorbeifliegt, ja. Man hat das so vorbereitet über Wochen. Die anderen haben alles gemacht. Ich musste mal ausreden, Herr Finn, warum ich das jetzt nicht machen konnte. Und das war, und da möchte ich nicht, dass das denn so heute die Polter abgehakt wird, sondern dass wir das richtig genießen. Zelebrieren, genau. Holger sagte zelebrieren, kredenzen, ja. Dass ihr auch nach Hause geht und sagt, ach ja, die 5 Euro und die 10 Euro noch für die Platte, die haben sich echt gelohnt. Und da gibt's nicht, das muss ich noch, kann ich noch kurz, ruht euch aus, das will ich noch kurz sagen, bei der Platte. Da kriegt ihr nicht nur die Platte. Da ist eine Postkarte mit drin. Da ist ein Aufkleber mit drin. Da ist ein Downloadcode mit bei. Und jetzt kommt's, haltet euch fest, da kriegt ihr noch ein Poster dazu. Just! Und eine Platte, 10 Euro, zwei Platten, 20 Euro. Heute nur für euch, ist alles egal, wir hauen alles raus. Der weiße Rauch stetig steigt, im Landschaftsbild der stummen Zeugen. Alles, was erbaut und gewachsen ist, muss sich der Zerstörung beugen. Durch trainierte Identitäten mit schmutzigem Fleisch und tiefer Wut. Hier im Reich der gestohlenen Liebe wärmen sich die Herzen an Dauerglut. Hallo Corinna! Vor uns diese Landschaft, die den Blicken verführerisch blitzt. Ach, hier wieder verweilen, doch so vieles, das uns trennt. Vor uns der Horizont, der Feurigkeit sich schmückt. Ach, in deinen Armen atmen, doch so vieles, das uns erdrückt. Die Geschütze bedrohlich thronen über den Köpfen im maroden Rappenlicht. Alles, was über die Jahre wuchs, in Obachtserfahrung gewälzt abbricht. Aufpolierte Sinnhaftigkeiten in Schlumpfsuppen brandheiß serviert. Hier im Reich der gestohlenen Liebe ein höhenloses Wachstum regiert. Vor uns diese Landschaft, was hier immer sich glänzt. Ach, hier wieder verweilen, doch so vieles, das uns fällt. Baut der Horizont, der Feurigkeit sich schmückt. Ach, in deinen Armen atmen, doch so vieles, das uns zerdrückt. Jetzt der Roboter. Sehr vielen Dank. Habt ihr mitgekriegt, wie ich die Schachtel mit einer Faust zerschlagen habe? Das war nicht geprobt, aber Hammer. Da stecken so Lebensweisheiten. Ah, ich hab's nur umgekippt. Da sind so Lebensweisheiten drin. Ganz krass. Jetzt, Herr, wie heißt er nochmal?
Herr Robi, die Filmvorführung kann jetzt beginnen. Alter. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute hier mit dabei sind. Hallo, ich bin der Walter. Ich kenne Sie ja. Das ist der Jürgen. Walter, ich habe euch da was ganz Tolles mitgemacht. Ich habe euch da richtig geilen Scheiß gemacht. Das ist die neue Platte und auch die erste Platte der Band Handling. Voll, Walter, da dreht sie sich. Das ist der Wahnsinn. Da dreht sie sich. Vier gut aussehende Jungs machen hier super geile Musik. Und da ist es. Ja, einer von einem. Und da sind wir schon dabei. Die ersten 500 Scheiben. Die ersten 500. Heute im super mega Angebot. Und die machen Musik, die geht hier rein und geht hier wieder raus. Was kann denn diese Scheibe noch? Außer einfach Musik. Genau. Weiter, wir haben hier Musik, aber das kann doch jede Kackplatte. Super geiler, mega Scheiß. Wirklich, Walter, das ist der Hammer. Diese Scheibe kannst du biegen. Guck sie an, die kannst du biegen. Die ist elastisch, da passiert nichts, Walter. Da passiert nichts. Guck sie. Nein, das ist nicht nur ein herkömmliches, das ist der Schraubenzieher. Da setze ich hier an, da gehe ich hier rüber. Über die Platte, Walter. Und da passiert nichts. Da passiert nichts. Mach selber. Ein riesen Schraubenzieher. Walter, geh rüber mit dem Schraubenzieher. Da passiert nichts, meine Damen und Herren. Hier, guck sie an, Walter. Weiter. Sag den Zuschauern, was das ist. Sag's den Zuschauern. Liebe Zuschauer, das ist eine herkömmliche Feile, wie man sie in jedem Klassiker bekommt. Genau, Walter. Feile ist richtig, ist eher eine Drahtbürste. Bitte, Drahtbürste, Walter. Ganz, da gehe ich hier. Gucken Sie das. Sie ist nicht nur Drahtbürste. Pass auf. Sie ist auch feuerfest, Walter. Pass auf hier. Da passiert nichts. Da passiert überhaupt gar nichts. Und das ist der Wahnsinn. Walter, seit dem ersten Hot Buzzer drücken sind schon weitere 100 Scheiben verkauft. Und jetzt nochmal nur für Sie. Ein weiterer Hot Buzzer Button ist gedrückt und wir sind gespannt. Du darfst nicht zu mir sagen. Zuschauer, das ist ein Segel. Guck mal hier, die geht hier durch die Sorini. Das ist der Wahnsinn, meine Damen und Herren. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt halt mal die Platte fest. Jetzt gehst du hier an die Platte ran und siehst du, da passiert nichts. Überhaupt gar nichts. Das ist alles aus wie vorher. Guck dir an, da ist nichts passiert. Wunderbar, hier ist vorne rund, hier ist hinten rund. Das Poster ist mit dabei, meine Damen und Herren. Sie kriegen die Platte, Sie kriegen die Postkarte, Sie kriegen dieses Poster. Und das alles nur für wie viel, Walter? Sag mir, für wie viel? 10 Euro. Für 10 Euro. Für 10 Eine Euro. Platte, 10 Euro weiter. Zwei Platten, wie viel? 20 Euro. Meine Damen und Herren, das ist ja Wahnsinn. Das ist doch geil. Das ist Wahnsinn. Walter, Stößchen. Komm her, sag Walter zu mir. Jürgen? Was bringst du hin? Walter, wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir schon verkauft? Komm, sag, wie viel haben wir? Was haben wir? Also, wir haben 30 für Tour bekommen. Präsentieren. Ein neuer Verkaufsrekord hier heute bei der Walter. Henry Wolf Show. 48.000 neu verkaufte Platten. Danke, das war wirklich ein gelungener Abend. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir haben uns jetzt damit gekriegt. Ja, bitte. Nee, jetzt nicht. Tschüss. Wunsch berichten.
Kraft durch die Erwartung einer Erledigung aufgesaugt wird. Und es ist erlaubt, seine Trümmergassen am Kopf zu sortieren. Und man kann sich orientieren an dem, was anders ist. Florian schreibt gerade, er ist im E-Mail voll Scheiße. Ein Tanz voller bunter Geschichten, entschwemmt und leicht und so frei. Und bei dem Entzücklichen, um zu pflichten, musst du in der Liebe schwer mal rein. Endlosen Schlangen Straßen, die sich direkt durch die Köpfe als erwünschtes Bedürfnis in die Herzen der Menschen fraßen. Und doch den Aufbruch zum Durchbruch an eigene Ufer nicht vollziehen ließen. Und einige Segel waren schon gehisst, doch es blieb der Wind aus. Und einige Segel waren schon gehisst, doch der Traum ist aus. Und immer wieder ist eine traurige Melodie die erlahmende Hymne der niedergedrückten Einfachheit, in deren Schönheit in die Welt, in der sie gerne Begeisterung untergehen. Deren Schönheit in den Wellen, der sie gerne Begeisterung untergeht. Und hier ist sie. Und sie verlangt nur dich. Und hier ist sie. Und sie verlangt. Vielen Dank, vielen Dank. Ich habe gerade Florian dabei erwischt, wie er eine E-Mail geschrieben hat. Ist voll scheiße, hier wäre ich doch lieber zu Local Heroes gefahren. Sorry. Mona Vision. Gut. Kurze Verschnaufspause. Müsst das vielleicht auch erstmal alles verarbeiten. Ja. Wir kommen jetzt auch, würde sich ja anbieten. Oh, jetzt muss ich Gitarre spielen, schon wieder. So. Machen wir ganz ruhig, ja? Oder hat noch irgendwer Termine? Sonst würden wir uns ein bisschen beeilen. Aber ansonsten machen wir ruhig. Machen wir ganz ruhig. Ja, mal ein bisschen entschleunigen auch hier. Kennt ihr Tino Sorge? Ist der hier heute? Oh, ich bin so froh, dass diese Wahlen vorbei sind. Der hat mich echt gequält mit seinem CDU-Gesicht. Oh. Schrecklich. Und noch der dicke Sigmar. Oh. Haben sie mit so einem Kran aufgehangen, seine Wahlplakate. Gut. Jetzt wird es echt flach, ich weiß. Ach, warte, jetzt wird es noch flacher, den habe ich mir noch ausgedacht. Nachher machen wir auch noch eine Aftershow-Party. Aber ihr müsst nicht denken, dass wir uns jetzt gegenseitig Hintern zeigen müssen. Das nennt sich nur so. Geil, oder? Konzentration kurz, kurze Pause, nochmal innehalten. Vielleicht mal die Partnerin in den Arm nehmen. Und sagen, Mensch, wäre Moment doch lieber zu Hause geblieben. Ja, nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Schlechter.
und vergesst nachher nicht, eine Platte zu kaufen. Martin, wie sieht's aus da an der Plattenfront? Wunderbar, Zehner. Stecken Zehner. Gut, ich hoffe, die Gitarre hat sich seit dem letzten Spiel nicht mehr verstimmt. Mache ich jetzt einfach so weiter. Wenn ich merke, die hat sich verstimmt, hören wir zwischendurch auf und stimmen sie dann nochmal. Nee, jetzt muss ich noch was trinken. Ha, jetzt geht's los! Nee, noch nicht, noch nicht. Da fange ich schon mal an. Gedankengang!
machen gleich weiter. Und jetzt kann ich noch mal so einen Satz sagen, den ich in meiner 30-jährigen Musiklaufbahn bisher noch nie sagen konnte. Der nächste Hit-Gigant ist das erste Stück von unserer ersten Scheibe. Also das ist das Lied, wenn ihr die erste Scheibe zuerst aufsiegt, zuerst hört. Und der fängt jetzt gleich los. So, jetzt, ja, so ist gut, denke ich. So ist klasse. Ich versuche es auch heile zu lassen. Es tut mir wirklich inakzeptabel, solch Verhalten. Also, wenn ich der Betreiber jetzt wäre, hätte ich gesagt, nee, jetzt hier Schluss. So, Rock'n'Roll. Gut, ich hole jetzt die Gitarre. Ich glaube, ich muss sie noch stimmen. Ich stimme sie lieber mal. Unterhaltet euch einfach kurz. Bilateral. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat, aber ich hatte schon lange keinen Verstärker mehr hier so in der Hand. Jetzt. Achso, meinte ich. Ich trinke noch einen Schluck und dann geht's wirklich los. Da ist auch wirklich nur Wasser drin. Nicht, dass ihr denkt, hier wollen hier den Alkohol irgendwie schönreden. Und nicht, dass die Heranwachsenden unter euch dann denken, huh, ich möchte auch mal so hip sein wie die Jungs von Henry Wolf. Jetzt trinke ich jeden Abend meinen Wernesgrüner. Wirklich nur Wasser. Ja, gibt's einen Backstage-Bereich. Und Brötchen. Wie bitte? Ja, tut mir leid. Meine Platte kaufst du. So. Warte, ich muss
Weil wenn ich mich verspiele, gibt es eine Wurstensoft, glaubt ihr gar nicht. Ja, wir sind nämlich alle so eine kleinen Ayatollah-Koleris. So, jetzt fängt's los. Fange ich schon wieder an. Immer, ja, dann müssen wir uns mal ein langsam anderes Konzept überlegen. Soll ich anfangen? Also ich mach's spannend. Verspielt. Okay. Fang jetzt aber richtig an. Jetzt. Jetzt fang ich an. Komm, denn ich schaff's ja. Bekanntes Leiden im aufgeregten Gefühl, verkannte Wünsche weiden. Und Gott, wo einst Vater und Mutter sich ihrer Kräfte entledigt haben, weht jetzt ein frischer Wind über das alte Grab. Und dort, wo einst Vater und Mutter sich ihrer Kräfte entledigt haben, schreitet jetzt ein neuer Mensch über die gleichen Bahn. Recht vielen Dank, recht vielen Dank. Vielen Dank für euren Applaus. Ich habe mich auch zwischendurch verspielt, aber ich arbeite ja echt unter schwierigen Bedingungen. Meine Brille ist so total vom Schweiß benetzt. Ja, das kann man nur als Brillenträger nachempfinden. Und das Licht flackert immer so wie wild. Hab schon Herzrhythmusstörung gekriegt. Wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause, nochmal in sich gehen, nochmal rekapitulieren, nochmal, also es sollte jetzt nicht heißen, dass du gehen sollst, Steffi, ist egal, hat eh nicht getanzt. Gut, ich trinke jetzt noch einen Schluck und dann fangen wir, achso, jetzt. Oh, Freund.
dem einen oder anderen wird es jetzt, denke ich, Tränen in die Augen treiben, wenn ich die nächste Nachricht verkünde. Wir kommen jetzt schon zu unserem letzten Superknaller-Mega-Song. Aber dazu möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren. Ich mache sowas nicht oft, weil ich denke, ich langweile die Leute denn immer damit. Manche Texte schreibe ich irgendwo ab, manche schreibe ich auch selber. Und den Text, den habe ich mit Freddy zusammengeschrieben. Freddy, das war unser Hund. Der ist ja letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr verstorben, ganz dramatisch. Und mit Freddy war ich unterwegs, noch ein paar Jahre davor, in so einer schönen Winterlandschaft. Es war im Winter, also Winterlandschaft im Winter, nicht im Sommer. Und da sind wir so über so ein Feld geschritten und wir haben uns so unterhalten und haben uns so ausgetauscht, so Gedanken auch so über das Verortetsein in der Natur, was das auch mit einem so macht, hinauszuschreiten, am Waldesrand entlang zu gehen. Und dann haben wir so angehalten auf dem verschneiten Feld und Freddy, der hat dann so hochgeguckt. Ich muss gleich, wirklich. Der hat so hochgeguckt und hat gesagt, Danny hat da gesagt, wir sind zwar hier, aber wir sind auch irgendwie weg. Und darum heißt das nächste Stück Hier und Weg. Und ich möchte es gerne unserem verstorbenen Mischlingshund Freddy widmen. Danke. Freddy, der Song ist für dich. Vielen Dank, Dankeschön. Ich sage euch ganz ehrlich, eigentlich haben wir noch einen. Spielen wir auch gleich.
Es hat ja gut funktioniert, dass ich denjenigen, den ich vorhin 10 Euro gegeben habe, auch wirklich Zugabe gerufen habe. War an der richtigen Stelle super. Ich hatte erst irgendwie Panik, die machen das schon nach dem ersten Lied. Weil wir haben nämlich echt noch einen. Letztes Mal hatten wir auch ein Konzert und da haben die auch Zugabe gerufen. Also einer, den hatten wir da bezahlt. Und den hatten wir im Proberaum zu Hause liegen lassen. Das ist erstmal kacke. Aber heute haben wir sie dabei. Wir haben dran gedacht, wir sind extra vorhin nochmal zurückgefahren. Wir haben noch andere Dinge benötigt. So richtigen Titel hat dieser Song eigentlich noch nicht. Heißt der Neue, weil auch irgendwie der Neueste ist. Das ist erstmal so der Arbeitstitel. Gut, ich muss jetzt erstmal nochmal kurz irgendwie ja, nochmal nachsinnen. So, jetzt spiele ich das und dann das und das, dann muss ich das singen und dann machen wir Schluss und dann könnten wir noch hinspielen. Gut, ganz kurz, ich trinke noch einen Schluck Wasser aus der Bierflasche und dann geht's los. Ja, super geile bei dem Song ist, da fange ich wieder an. Ist ja bescheuert. Das kann man bestimmt irgendwas. Ich glaube, die muss ich nicht mehr stimmen. Dass er verstimmt war, der nämlich gerade beim Stimmen. Hallo, kurz mal die Gespräche kurz einstellen. Sonst setzen wir euch auseinander. Ich dachte mir beim letzten Song, also es ist ja wirklich für uns heute ein wirklich super wichtiger Abend. Wir haben, glaube ich, vor anderthalb Jahren diese Platte aufgenommen. Und es hat wirklich ewig gedauert, um heute hier zu stehen. Und da möchte ich natürlich, wie sich das auch für so eine Oscar-Verleihung gehört, meine Eltern danken. Nein. Da möchte ich natürlich auch ein paar Worte des Dankes aussprechen. An wen eigentlich? Überlegen, danke, danke, danke. Ja, danke an Jenny, die ist hier irgendwo. Jenny, was der Freundin von Martin ist, ein Martin ist der Schlagzeuger. Ja, Jenny hat mich mit ihrem Freund, also nicht ihrem Freund, also ihr, wie sagt man, Verwandten, Kumpel, mit ihrem Kumpel unsere Platte designt. Wirklich super und auch alles andere, was wir so an rund ist und vor allen Dingen auch auf beiden Seiten. Und also Jenny und Dodo, vielen Dank dafür. Das war auch alles ehrenamtlich gemacht. Aber von den 10 Euro kriegt doch nichts ab. Dann, wem könnte ich noch danken? Also Dodo hatte ich, Dings hatte ich. Hier, Mischka, der heute nicht hier ist, mit dem haben wir da damals aufgenommen in Berlin. Stimmt's? Ja. Stimmt's? Und da hat man wirklich ein super geiles Wochenende. Und ich muss es erzählen, also ist schon irre. Also wir haben da, ach ich saß nicht, aber die Beatsticks haben neben uns aufgenommen. Und hatten wir, ja, und wir hatten eigentlich gefragt, ob sie heute als Vorband spielen wollen, aber hatten sie leider keine Zeit. Die haben da, und dann haben wir wirklich, also Wahnsinn. Da haben wir das ganze Wochenende haben wir uns gefühlt wie die absoluten Rockstars gesoffen und dann, am Montag müssen wir wieder auf Arbeit. Das war echt kacke. Aber das Wochenende war super. Also das war direkt an der Spree im ehemaligen DDR-Rundfunkhaus, so hieß es, ja. Und wir haben wirklich eine Bombenzeit da verbracht. Also ich möchte euch gar nicht sagen, wie der Urin nach 3 Tagen gerochen hat. War ekelhaft. Aber wem könnte ich noch danken? Ja, ich könnte ja hier, das ist der Holger hier am Schlagzeug. Der Martin da am Bass. Und der Jan. Anna geht an der Triangel. Und also da muss ich mich wirklich bedanken, weil Jan, Holger, wie ist der andere nochmal?
Martin. Die hat mich damals so in ihre Gemeinschaft aufgenommen, also die gab es schon, ich bin dazugestoßen und das hat gedauert, bis ich dann wirklich auch ein vollwertiges Mitglied dieser Gemeinschaft geworden bin. Ich musste so einige Mutproben bestehen. Wir hatten damals am Bahnhof gespielt, wie sich so betrinken und dann bei McDonald's kacken zu gehen und noch irgendjemanden zu treffen unterwegs. Also willst du hin, betrunken, so wie zu McDonald's kacken. Und dann warst du auch wirklich kacken und dann haben irgendwelche komischen Halbstarken noch im Vorraum randaliert. Aber war eine irre Geschichte. Und das musste ich halt alles durchstehen und jetzt denke ich doch, bin ich integriert, oder? Also seit gestern darf ich auch du sagen. Und doch, ich bin jetzt doch schon wirklich angekommen. Und jetzt spielen wir unseren letzten Hit. Unseren letzten Knaller. Unseren letzten Hit-Giganten. Wird bestimmt ein Sommerhit, denke ich, so wie Aya Macarena. Ich denke mal, der wird bei Mallorca hoch und runter gespielt. Gut, hatte ich noch irgendwas vergessen? Hatte ich noch irgendwie eine Nummer? Wollte ich noch irgendwas sagen? Annie, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee. Gut, das mit deiner Frau, das hatten wir vorhin geklärt. Das müssen wir jetzt hier nicht thematisieren. Gut, also jetzt geht das rund. Dankeschön. Danke. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Dringelingeling und dabei wird mir klar. Vielen Dankeschön. So schön. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Das finde ich wunderbar. Ja, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Traf ein Mädchen in unserer Straße und sie war ganz allein. In der ersten Dekade.
kundisch für dich, das muss Liebe sein. Und der Blick aus ihren Augen traf mich so tief ins Herz. Wie ein Blitz war dieser Blick, und es war bestimmt kein Scherz. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Und dabei wird mir klar, nicht mal die Sterne am Himmel sind so schön. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Das finde ich wunderbar. Ja, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Und noch ein paar Worte zu Peter Orlov. Er stammt aus einer alten russischen Familie. War anschließend bei dem Schwarzmeer-Kosakenkorps, ist Jurastudent und 21 Jahre alt. Bitte, Peter. Dieses Mädchen aus unserer Straße habe ich noch immer lieb. Und es gibt einen Grund dafür, dass ich so lange bei ihr lieb. Seh ich den Blitz aus ihren Augen, wundert es ihr so groß. Und wenn mich nicht alles täuscht, komm ich nie mehr von ihr los. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Und dabei wird mir klar, nicht mal die Sterne am Himmel sind so schön. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Das find ich wunderbar. Ja, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Hey, sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Das find ich wunderbar. Ja, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Sie schaut mich immer wieder an mit dem Twinkelingeling. Das find ich wunderbar. Ja, sowas hat die Welt noch nie gesehen. Nun, meine Damen und Herren, unseren gemeinsamen Hitparadenweg begehen wir dann wieder am 7. September um 19.30 Uhr und ein paar Zerquetschte dann wieder aus Berlin, wie immer. Und auch zum 60. Mal sahen Sie aus Berlin, lieber Rainer, wie ist es bei dir? Musikband liegt auf, alles klar, ist ganz schön heiß heute hier, nicht? Das sind ja spanische Temperaturen in Berlin, das ist unheimlich. Was haben wir für eine Temperatur hier im Studio? Herr Muchametow, der weiß sonst normalerweise alles. 45 Grad meinst du, Lord Knut meinte 43, also hat einer von euch beiden recht. Gut, meine Damen und Herren, auch zum 60. Mal sahen Sie aus Berlin eine Sendung des Zweiten Deutschen Fernsehens. Kamera! Fahre einmal zurück, falsches Stichwort, ich weiß es. Fahre einmal zurück, er wartet auf ein ganz anderes Stichwort. Und das war zum 60. Mal aus Berlin Ihre deutsche Hitparade. Jetzt kommt er richtig. Kamera, Norma Zinkern, Peter Lipschitz, Manfred Schemstadt, Dieter Schmidt und Peter Lehmann. Bildschnitt, Hannelore Lipschitz. Bildtechnik, Hans-Ferdinand Schirmack. Ton, Richard Ciano. Kostümberatung, Cornelia Leitner. Szenenbild, Joachim Schatschenga. Produktionsleitung, Eberhard Klein. Redaktion, Dieter Weber. Regie, Druck, Brands. Und auch zum 60. Mal sahen Sie aus Berlin eine Sendung des ZDF.